Hallo und herzlich willkommen zurück zur Zero Corsa Competizione hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ich habe euch versprochen, wir schauen uns noch den Mercedes AMG GT3 Evo an. Der ist natürlich nicht neu im Spiel, aber mit der Version 1.9 hat er eine komplette Überarbeitung erfahren. Also wenn man so möchte, ist es jetzt kein Evo 2, sondern ein Evo 1.5. Und als ich den zuletzt in der Version 1.8 gefahren bin, war genau hier auf Watkins Glen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach ein kleines 25-Minuten-Rennen gegen die KI. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht ein paar Unterschiede auch erspüre zwischen der Version 1.8 und 1.9 beim AMG GT3 Evo. Ich muss allerdings dazu sagen, als ich den zuletzt gefahren bin, war bei einem 24-Stunden-Rennen, da war ich bei den Unicorns of Love mit auf dem Auto. Und die haben so ein fantastisches Setup auf die Beine gestellt, als dass der sich in Version 1.8 auch wirklich super gut hat fahren lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht im Vorfeld, okay, wenn ich so ein Video mache und wenn ich irgendwie vielleicht einen Unterschied erspüren möchte, dann sollte ich vielleicht einfach von denselben Leuten auch ein Setup für das Fahrzeug für diese Version haben. Und deswegen habe ich mal die Jungs angefragt, ob sie mir da ein Setup haben für Watkins Glen. Und tatsächlich hatten sie eins. Der Niklas Huben hat mir nämlich eins zugeschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Allerdings ist das ein sehr aggressives, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein E-Sport-Setup. Und da merkt man, dass ich kein E-Sportler bin. Das Ding ist so ultra aggressiv, ja, dass ich damit nicht so wirklich zurechtkam. Deswegen habe ich es ein bisschen entschärft, so gut ich es eben konnte. Und jetzt ist es wahrscheinlich aber auch nicht mehr ganz so schnell. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und dann können wir gleich noch ein bisschen palabern. Setup ist schon geladen, nicht wundern. Und wir gehen mal hier Zündung an, Motor an. Und dann schauen wir mal. Ja, KI-Stufe diesmal wirklich aufs Maximum gedreht. Ja, diesmal gibt es keine Ausreden mehr. Also mal gucken. Ja, generell, was man schon mal sagen kann, ist halt, dass allgemein in 1.9 die Rundenzeiten ein bisschen langsamer geworden sind im Vergleich zu 1.8. Liegt aber einfach daran, bei 1.8 gab es ja diese sogenannten Meta-Setups. Und genau auf so einem Setup hat auch eben das Setup aufgebaut, was wir beim 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Und dementsprechend kommt da das Ganze eh schon mal nicht hin. Aber was man auch jetzt schon mal gleich sagen kann, wir werden die Curbs hier richtig geil attackieren können. Und das ist nice. Ja? So, jetzt aber erstmal Start hinbekommen. Und da hat der AMG natürlich gut Bums unten raus. Dank seinem 6,2-Liter-Motor. Es ist eng, es wird 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 eng. Aber es hat geklappt. Nice. Ja, ich bin hier im GetSpeed AMG unterwegs. Also sollte einfach durch seine Textmarkerfarbe schon mal direkt auffallen. So, aber jetzt erstmal Startphase, ein bisschen Konzentration. Was macht der GTR da? Weil ich will eigentlich nicht außen sein. Lass mich mal hier hin. Vielleicht können wir den gleich schnappen hier. Hier kann man jetzt richtig aggressiv rüber auch. Das ist schon geil. Ja, ich bin im Vorfeld natürlich ein paar Runden gefahren, sonst hätte ich das natürlich nicht direkt erspüren können mit dem Setup, was er mir zugeschickt hat. Was mir aber auch dann beim Einfahren auch schon direkt aufgefallen ist, also ich werde euch heute, ja, da will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, ich werde euch heute nicht Unterschiede zwischen der 1.8-Version und 1.9-Version beziehungsweise dem, ja, Evo und Evo 1.5, wenn ihr so wollt, nennen können. Dafür bin ich zu wenig drin in Assetto Corsa Competizione. Ich glaube, da wäre es jetzt geschickt, da wirklich Leute zu fragen, die wirklich den AMG vorher schon exzessiv gefahren sind, ihn jetzt weiterhin exzessiv fahren. Also wie zum Beispiel eben die Unicorns of Love, weil die sind ja auch AMG-Partner und fahren den auch ganz viel. Und ja, ich habe die natürlich auch schon mal kurz angehauen, kurz gefragt, hey, wie ist es? Und die waren schon sehr positiv von der Überarbeitung. Und jetzt auch beim, glaube ich, beim ersten großen SRO-E-Sport-Rennen hat der AMG auch komplett dominiert. Also der ist es auch richtig schnell geworden. Ja, für mich muss ich erstmal gucken. Wie gesagt, ich bin denn jetzt nicht so viel gefahren in der Vergangenheit. Und dementsprechend, ja, immer ein Fahrzeug, aber auf jeden Fall gewesen, was ich sehr mag. Irgendwie so, ich mag diesen Motor einfach, diesen Motor mit diesem großen Hubraum, der hat einfach Kraft, da kannst du einfach drauflatschen, da kommt halt auch was. Das Problem war halt natürlich beim AMG immer, dass er ein ziemlicher Reifenfresser ist. Das werden wir heute natürlich auch nicht erspüren können bei so einem kurzen Rennen. Aber so oder so, glaube ich, war es wichtig, dass die Überarbeitung kommt. Und sagen wir es mal so, in den ersten Minuten, wo ich jetzt damit gefahren bin, und ich denke mal jetzt auch im Laufe dieses Rennens, ist es so, dass ich definitiv nichts Negatives sagen kann zum AMG. Also wer vorher schon damit Spaß hatte, wird jetzt weiterhin damit Spaß haben. Aber vielleicht auch da die Frage in die Runde, wenn du selber vielleicht ein AMG GT3 Evo-Fahrer bist,
Wie ist es dir denn jetzt ergangen mit der Version 1.9? Hat sich's für dich wirklich wie ein neues Fahrzeug angefühlt oder hast du gesagt, nö, ist schon noch selbe Fahrzeug, aber da, wo er mir Probleme gemacht hat, da fühlt es sich jetzt richtig geil an? Oder hast du auch vielleicht genau diesen Effekt gespürt wie ich? Du kanntest ihn nur mit den Meta-Setups, wo die ja natürlich sowieso sehr interessant waren, wie sie sich gefahren haben, und jetzt natürlich mit diesen Nicht-Meta-Setups, sage ich jetzt einmal mal, ist es erstmal wieder eine Umstellung. Also ich denke mal, es wird eine Mischung aus allem irgendwo sein. So geht's, wie gesagt, mir. Ich sage das jetzt einmal mal als Nicht-E-Sportler, sondern als Laien, beziehungsweise als leidenschaftlicher Fahrer, dass natürlich viele Eindrücke auf einmal auf einen da niederprasseln. Und im ersten Moment kann ich einfach nur sagen, mir macht er definitiv Spaß. Und was ich auf jeden Fall ändern musste, das ist auch jetzt kein Geheimnis, ich habe ja quasi für jedes Fahrzeug ein eigenes Force-Feedback-Profil, weil ich finde, man kann halt dadurch nochmal ein bisschen was rausholen aus dem Fahrzeug, unabhängig vom Setup, was man hat. Und ich musste jetzt tatsächlich beim AMG GT3 Evo hier in der 1.9-Version tatsächlich ein komplett neues Profil anlegen. Also das, was ich hatte in der 1.8er-Version des Spiels, das hat nicht mehr funktioniert. Und ich entschuldige mich jetzt auch nochmal an der Stelle. Tut mir leid, wenn ich da so oft jetzt hier 1.8, 1.9, 1.5. Hä, was mit 1.5? Also 1.5 sage ich jetzt nur, weil die Entwickler selber gesagt haben, das ist kein AMG Evo 2, also die 2. Evo-Variante, sondern, wenn man so möchte, eine 1.5-Evo-Variante. Ja? Aber halt nicht offiziell in der Realität, sondern nur im Spiel. Deswegen 1.5. Aber reden wir vielleicht einfach von 1.8 und 1.9, also von der Spielversion, dann ist es auch klar, was ich meine. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen an der Stelle. So, und jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen aufs Rennen, denn um das soll es eigentlich hauptsächlich heute in dem Video gehen. Einfach ein bisschen Renn-Action gegen die KI. Ich habe euch ja auch schon mal gefragt, ob ich sowas öfters mal machen soll. Einfach ein Auto schnappen, hier in ACC, einfach mal auch gegen die KI ein bisschen Rennen fahren. Natürlich Multiplayer sowieso, aber manchmal ist sowas, finde ich, doch auch ganz lustig und lässig. Und da können wir auch über alles Mögliche reden. Im Multiplayer ist es immer so schwitzerhaft, wenn ihr versteht, was ich meine. Gegen die KI ist es ja eigentlich egal. Da haben wir einfach ein bisschen Spaß. So, gucken wir mal. Wie gesagt, KI-Stufe jetzt mal hochgedreht. Da kommen wir jetzt nicht so easy peasy vorbei. Aber ich will vorbei, weil ich kann auf jeden Fall schneller als das. Das war natürlich nix. Ja, Watkins Glen, eine mega geile Strecke auf jeden Fall. Gut, es könnte zu weit sein. Oh, kein Track Limit Cut bekommen, sehr gut. Die Rennleitung ist gnädig. Das muss man hier ein bisschen aufpassen. Der hat einen Unfall gebaut, der Lexus. Können wir denn passieren jetzt dadurch? Das ist schon geil, aber Free Wide will ich da eigentlich nicht reingehen. Ah, blöd. Nee, das riskiere ich nicht. Das bin ich wert. Der Schikane. Oh, was der macht. Was die machen. Dive will ich da jetzt eigentlich nicht reinziehen. Versuche mal eine weite Linie zu fahren und früher ans Gas zu kommen. Aber klappt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wobei, warte mal. Eine Idee. Kurz anflashen zur Verwirrung und jetzt hier rein. Und uns spät reinbremsen. Ja, das klappt doch. Sehr gut. Ja, wer die Unicorns of Love nicht kennt, also aus League of Legends sollte man sie kennen, aber die haben auch ein Sim-Racing-Team, mit denen ich schon lange befreundet bin. Und ich verlinke euch mal ihren Twitter-Account oder vielleicht auch Instagram oder beides. Könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Mit eines, wenn nicht sogar das erfolgreichste deutschsprachige ACC E-Sport Sim-Racing-Team. Haben eben auch das, wie gesagt, diesen ersten SLO-Lauf in Monza war der auch gewonnen.
Platz 1 und 2 mit dem AMG. Das wird jetzt eng. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht, dass er mich da anstupst. Da zieht er nicht zurück. Aber ich muss es jetzt fast schon so die Kollision in Kauf nehmen, weil die Position schenke ich doch da nicht her, wenn ich die Nase vorne habe. Ja, aber wie gesagt, macht Spaß zu fahren, definitiv, aber liegt einfach auch an der Strecke irgendwo und am Fahrzeug auch. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen entschärft mal. Jetzt gucken wir mal, wie wir da vielleicht aufholen können. Das ist ein bisschen freie Fahrt. Passen halt gar nicht, aber es liegt glaube ich auch einfach daran, dass ich noch nicht so wirklich am Limit fahre und dementsprechend auch meine Reifen nicht ans Limit bringe. Gerade links außen. So, Robert Schwarzmann da vor uns. Mal, ob wir den bekommen. 9296 GT3. Krass, wie man die Curbs jetzt attackieren kann. Das ist schon nice. Was mir halt sehr gut gefällt ist, also ich kann aktuell sehr angenehm in die Kurve reinbremsen irgendwie. Car on the left. Hält nochmal dagegen, hätte ich das nicht mitgerechnet. Und das macht mir schon sehr Spaß, weil da hatte ich eigentlich mit dem AMG immer so ein bisschen Probleme, dass er mit der Bremse mir so ein bisschen weggeschmiert ist, aber das kann ich aktuell ganz gut handeln. Reifendrücke sind natürlich zwar im Fenster, wo sie funktionieren, aber sehr unausgewogen. Das war schlecht gefahren, aber ich krieg's gerettet. Easy. Kein Problem. So, komm, Top 10 muss doch das Ziel sein. Haben natürlich da hinter McLaren vorhin ziemlich viel Zeit verloren, sagen wir mal ehrlich. Ja, und wenn ich doch schon von diesem 6,2 Liter Motor so schwärme, wäre es doch geil, wenn wir mal ein bisschen volle Kapelle machen, würde ich sagen. Ein bisschen nicht nur von dem Motor was hören, sondern vielleicht auch ein bisschen die Rennaction einsaugen. Deswegen machen wir doch einfach mal so 2 Runden oder so. Volle Kapelle, von innen wie von außen. Ich würde sagen, viel Spaß damit. Gaining
Das ist doch schon mal schöne Renn-Action. Wir holen auch ein bisschen auf. Eine Position haben wir sogar gut gemacht gerade eben. Also was halt natürlich sein kann, das kann ich jetzt aber in diesem kurzen Rennen auch nicht erspüren. Also was halt beim AMG immer war in der Vergangenheit, dass der so drei Phasen durchlebt hat in einem kompletten Stint, der so um knapp eine Stunde geht. Das am Anfang immer sehr geil war und gut Grip hatte, dann in so ein Loch gefallen ist, wo auf einmal plötzlich die Performance weg war. Also du warst einfach langsamer. Und dann hat er sich aber so gegen Ende wieder beruhigt. Das lag aber einfach auch daran, dass er, wie gesagt, auch die Reifen so ein bisschen daran genommen hat und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht nicht mehr so ist. Aber wie gesagt, das kann ich mir jetzt hier nicht so erspüren. Aber aktuell habe ich jetzt eher das Gefühl, ich kämpfe mich immer besser rein ins Rennen. Aber das kann einfach auch an der Lernkurve jetzt liegen, erstmal damit. Wie gesagt, Top 10 will ich schaffen. Also den Lambo da vorne müssen wir noch kriegen. Aber Spaß macht sowas. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn ihr da weiterhin Bock drauf habt auf sowas, gerne Bescheid geben. Wie gesagt, ich hätte natürlich gerne zu dem AMG jetzt hier mehr erzählt. Was ist anders? Was spüre ich als anders? Aber also wahnsinnig viel kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist immer noch der AMG. Ich glaube, so im Detail, klar ist es anders, aber es ist jetzt nicht, dass es sich wie ein komplett neues Fahrzeug für mich jetzt anfühlt. Ganz als Laie spürst du da jetzt erstmal nicht viel. Es ist immer noch ein Frontmittelmotor, immer noch ein geiler Motor. Das ist immer groß dazu sagen. Zu spät. Hier eine ganz komische Linie, die verwirrt mich immer so ein bisschen und kopiert halt leider unbewusst oftmals die Linie des Vordermanns. Sie kommen aber trotzdem verdammt schnell da durch, das finde ich immer sehr faszinierend bei der KI. Gleiche Stelle wie immer, oder wie sieht's aus? Hält ein bisschen mehr dagegen hier, der Lambo. Ja, das ist ein Kontakt. Ich kann nichts machen, ich kann nichts. Das ist so blöd bei der KI in diesem Spiel. Das ist so blöd. Ja, ich kann hier nicht weg. Ja, geil. Muss ich auch noch durchlassen. Noch mehr. Ich muss alle durchlassen. Das ist so bitter jetzt. Aber das ist so das Dumme. Ja. So wollte ich natürlich das Video nicht beenden, aber... Aber das ist das Dumme bei der KI hier im Spiel leider, dass... Oder beziehungsweise eine Mischung aus KI und Crash-Physik oder Kollisionsphysik, der ist quasi angedockt. Ich wollte eigentlich weg von ihm, aber er hat halt immer mehr zu mir zugezogen und dann hat er quasi angedockt und dann war es klar, dass er mich drehen wird, weil er hinter mir war. Und das ist dann immer ein bisschen schade, so. Also, ja, aber da kannst du nichts machen. Das ist jetzt halt so, jetzt haben wir halt auch einen guten Schaden drin. Aber bis dahin war es eigentlich ganz geil und ich glaube, Top 10 war drin. Aber da wollte der Konkurrent einfach es nicht wahrhaben. Gucken wir mal. Ja, guck mal, 20 Sekunden Schaden. Oje, oje. Naja, egal. Oje, das Ding ist richtig broke. Aber sowas gehört halt auch dazu. Trotzdem mal, dass wir da irgendwie noch das
Ding um den Kurs kriegen. Jetzt kriegen wir ja den einen da vorne trotzdem noch irgendwie. Dass wir nicht ganz letzter werden. Wenn die Zeit ein bisschen knapp wird. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man eine ACC gegen die KI fährt, dass, wenn sie neben einen ist, dass man dann nicht zu eng fährt, weil wenn die den Kontakt suchen, und das suchen die halt manchmal, dann hast du eigentlich keine Chance mehr, weil die ziehen nicht zurück. Weil wenn so ein Kontakt entsteht in ACC, dann müssen beide so ein bisschen lösen oder versuchen zu lösen, sonst passiert genau das, was passiert ist. Und die KI macht genau das Gegenteil, die versucht sogar eher noch mehr dagegen zu halten, und das ist halt ein bisschen doof, aber... Ich glaube, den kriegen wir auch nicht mehr. Wir sind viel zu langsam mit dem Kübel. Ja, man merkt halt Topspeed auch und so. Ist alles halt jetzt kaputt. Irgendwie vielleicht aufzuholen, aber ich glaub's das nicht. Nee, wir verlieren mehr Zeit. Ja, schade, noch eins. Gut, dann können wir aber auch das ganze Ding ein bisschen früher beenden, würde ich sagen. War so nicht geplant. Ich hätte jetzt gerne noch einen Fight bis zum Schluss gehabt. Aber so ist es halt manchmal. Ich hoffe trotzdem, es hat dir gefallen. Wenn es wäre, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und gerne Feedback natürlich in die Kommentare. Ich bin jetzt erstmal raus hier und wünsche dir noch was. Fantastischen Tag vor allem. Und dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.